Hi, ich bin Sophie. Und ich bin Sebastian. Wir hatten ja in der vergangenen Woche eine Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit am Andreanum. Wir waren beide in der Dokumentationsgruppe, haben möglichst viele Projekte besucht und dabei ein spannendes Video für euch zusammengeschnitten. Genau, also lasst uns einen kurzen Blick auf die vergangene Woche werfen und uns anschauen, was für tolle und spannende Projekte es alles gab. Lasst uns abheben. Wieso abheben? Nur so. Ein bisschen Fußball nach Straßenfußballregeln, also so ohne Torwerte und so. Und wir sprechen über Toleranz. Also bei der Toleranz, da lernen wir, wie man fair spielt. Und im Stadion zum Beispiel, da stoßt man halt sehr viel CO2 aus. Und da lernt man, wir haben auch gelernt, wie man nicht so viel CO2 im Stadion ausstoßt. Also dass man die Regeln auch einhält und fair zu anderen ist und Respekt gegenüber anderen zeigt. Und macht das Projekt Spaß? Ja, sehr viel. Ja, sehr. Ich finde es cool, dass wir erst zur zweiten Stunde haben. Und dass wir sehr viel Fußball spielen. Und ja, das macht mir besonders viel Spaß. Also, wir haben das Projekt Oase Westhof und zwar haben wir uns vorgenommen, den Westhof ein bisschen schöner zu gestalten. Das ist ja der Ruhrhof und dadurch, dass ja qua Inkraftsetzung der neuen Schulordnung auch dafür gesorgt werden soll, dass in den Pausen alle SchülerInnen der jüngeren Jahrgänge auch rausgehen, müssen wir natürlich auch attraktive Orte schaffen. Also wir wollen hier in dem Bereich ein paar Blühwiesen entstehen lassen, die halt möglichst auch mit heimischen Pflanzen und pflegeleicht sein sollen. Und dann hinten im Bereich des Kunstraumes bei dem Baum um die Ecke wollen wir eine Sitzbank als Sitzgelegenheit nochmal anlegen aus Palettenmöbeln, das heißt auch Recycling betreiben und Sachen im Kreislauf behalten. Und dann haben wir uns noch die Arbeit gemacht, diesen wunderbar nicht mehr genutzten Brunnen auszuschöpfen. Dieses Sumpfwasser, dieses Feuchtbiotop. Da soll dann ein Beet rein. Wir haben auch einen kompletten Schulhofplan erstellt und das, was wir nicht in der Projektwoche schaffen, wird dann halt als Aufgabe an die Schulleitung gegeben, damit die halt auch die Einhaltung der Schulordnung dann natürlich damit belohnt, dass dann genug Sitzmöglichkeiten vorhanden sind. Wir beschäftigen uns mit dem zukünftigen Leben in der Stadt. Uns interessiert, wie Tiere und Menschen in der Stadt zusammenleben. Und jeder hier in der Projektgruppe macht ein kreatives, sehr individuelles Projekt dazu. Also wir haben uns orientiert an dem australischen Dichter Sean Tan, Reise ins Innere der Stadt, der auf fantastische Weise zeigt, was passiert, wenn die Fische aus Gründen des fehlenden Wassers, der Umweltverschmutzung, plötzlich selbstständig werden und durch die Städte fliegen, ihren Raum finden, das Nashorn die Stadt betritt. Und wir haben uns überlegt, das haben wir hier ja im Moment auch. Also die Mäuse, ne, gibt es überall, die Enten nehmen plötzlich die Jo-Wiese als ihren See in Beschlag. Und dazu machen wir gestalterische Ideen, dazu gestalten wir völlig verrückte Ansätze und Möglichkeiten. Und wir gestalten Künstlerbücher. Jeder gestaltet hier ein Künstlerbuch zu seinem persönlich gewählten Thema. Der Raum der Tiere und der Menschen wird ja immer mehr eingeschränkt. Und unser Thema ist eigentlich dann die Koexistenz in Städten. Was passiert? Wie leben wir zusammen? Wie finden wir einen guten Ort? Und dieses Buch ist außergewöhnlich nachhaltig und stellt diese Frage im Punkto mit Blick auf den Klimawandel. Me, that's why I'm not looking for sympathy. Praising the
Naomi und Franzi und wir sind in sichere Fahrradwege in Hildesheim bei Florian Krause. Wir lernen es in diesem Projekt, Fahrradwege zu erkunden und auf diesen dann vielleicht auch in Zukunft fahren zu können und dann anstatt das Auto zu verwenden oder Zug zu verwenden, dann lieber aufs Fahrrad zu steigen und nachhaltig zu reisen. Gestern sind wir nach Drissenstedt, dann nach Babenstedt rüber und dann sind wir weiter nach Einum gefahren, dann noch nach Bettmar und dann wieder zurück nach Hildesheim. Genau, und den Tag davor sind wir mal nach Itzum, haben eine sehr, sehr coole Runde erkundet, sind unter einer Brücke durchgefahren durch einen Trampelpfad, der sich als nicht ganz so gut herausgestellt hat. Und natürlich, wie gesagt, es gibt immer auch Komplikationen in einem Projekt, aber es ist super toll, es ist mega witzig, es ist das beste Projekt. Und wir lernen natürlich in dem Projekt auch damit umzugehen, mit Komplikationen. Wie viele Kilometer machst du zusammen? Willst du 20? Ja, 20. 15, 20. 15, 20. Genau, wir haben das Projekt Nachhaltigkeit und nachhaltige Kleidung und es geht uns darum, dass wir am Freitag in der Schule einen kleinen eigenen Second-Hand-Markt eröffnen und wir haben dafür über die ganze Woche Kartons in der ganzen Schule stehen, wo wir Kleiderspenden sehr gerne annehmen und genau darauf arbeiten wir hin und wir haben jetzt heute die echten Second-Hand-Läden in der echten Welt kennengelernt, genau. Unser Projekt hat mit Nachhaltigkeit zu tun, dass wir uns ein bisschen mit unserem eigenen Konsum beschäftigen und damit, woher kommt das, was ich anziehe und was kann ich dafür tun, dass die Kleiderwirtschaft ein bisschen nachhaltiger wird. Also erstens natürlich Müll, weil Kleidung macht auch Müll, wenn man sie wegwirft. Und wenn man es halt wiederverwertet, ist es länger in Gebrauch und so kann man etwas von dem Müll einsparen. Und wir wollen vielleicht auch eben in der jüngeren Generation, also jünger als wir, denen das Ganze ein bisschen näher bringen und ein Bewusstsein für nachhaltige Kleidung und gegen Fast Fashion schaffen. Und macht Spaß? Das macht total Spaß. Ich gehe sowieso in Shoppen sowieso auf. Ich habe auch schon wieder eine Jacke gekauft. Oha. Und ich glaube auch, dass bei den Kindern ein bisschen was hängen geblieben ist. Jetzt vor allem auch, wenn es darum geht, diese Kleiderbörse, den Flohmarkt zu organisieren. Genau. Ja, macht ziemlich Spaß, ja. Hast du schon was gefunden zum Anziehen? Eine Jacke vielleicht, ja. Also hat sich schon gelohnt? Ja, schon gelohnt, ja. Das heißt nachhaltig kochen, das heißt, ist eigentlich selbsterklärend. Wir haben hier ein paar Schüler, die wir eigentlich beim Kochen begleiten und denen wir ein bisschen das nachhaltige Kochen zeigen und beibringen wollen. Ja, und nicht nur das Kochen, zum Beispiel waren wir gestern auch einkaufen, haben uns dann einen Unverpacktladen angeguckt und waren dort einkaufen, unsere nachhaltigen Ingredients fürs Kochen. Also ich glaube, erstmal geht es darum, dass die Schüler ein Bewusstsein entwickeln dafür, was nachhaltig ist und wie weit man auch diese Nachhaltigkeit treiben kann. Zum Beispiel hatten wir jetzt auch den Fall, dass wir nicht allzu nachhaltig einkaufen konnten gestern, weil auch das Budget nicht gereicht hat. Und ich glaube, also das Bewusstsein entwickeln, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Gar nicht, dass es unbedingt so ein Zwang besteht, sondern dass man weiß, was kann ich machen, was kann ich als Privatperson dafür tun, nachhaltiger zu werden. Ja, uns macht es riesen Spaß. Also man kann es auch im Hintergrund sehen. Alle arbeiten hier konzentriert und es läuft. Wir haben auch eben schon probiert, die Soße und die Nudeln, das schmeckt alles hervorragend. Ohne Anleitung, das ist alles ein bisschen gefreestyled. Ja. Ja, Herr Aschenbruch und ich, wir sind zuständig für die 5E2 und wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 4. Nachhaltige Bildung heißt es und Nummer 16, Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen. Nachhaltigkeit braucht Bildung und Bildung braucht Nachhaltigkeit und das ist unser Thema und gerade sind wir mit unseren Fünften hier in der Bibliothek, nutzen also diese Woche, Ihnen auch hier das Ankommen möglich zu machen. Vorhin haben wir schon unterstützt durch Schülerinnen aus der Q2 mit Naturmaterialien gebastelt und so versuchen wir hier also so einen Mix hinzulegen aus Ankommen an der Schule und in den Institutionen und den Teilbereichen der Schule und irgendwie Verständnis für Nachhaltigkeit zu entwickeln und irgendwas miteinander als Klasse zu tun und hoffen, dass wir damit diese Woche gut nutzen und gemeinsam hier viel Spaß haben.
Projekt zum Thema Wald und zwar mit dem Motto Lebenstraum, also Lebensraum und Lebenstraum vermischt. Und wir gucken uns den Wald aus verschiedenen Perspektiven an, ökologisch, ökonomisch, aber auch historisch. Künstlerisch, also literarisch, was kann uns der Wald eigentlich als Sehnsuchtsort, als Idylle, Rückzugsort so geben? Vor allen Dingen aber also einmal dem Menschen, aber auch dem Tier. Und wie funktioniert das eigentlich so als Vernetzung untereinander? Und warum ist es denn vor allen Dingen auch wichtig, diesen Raum zu schützen? Und wie stehen wir auch in der Pflicht, den Wald zu schützen, damit er für zukünftige Generationen erhalten bleibt und aber auch für die ganzen Tiere und Arten, die einfach den Wald als ihren Lebensraum haben? Genau. Also mit Nachhaltigkeit hat es ganz viel zu tun, einfach weil der Wald als Ressourcengut für die Menschen zur Verfügung steht. Genau, erstmal glaube ich, ist grundlegend zu wissen, was ist der Wald eigentlich? Also ist der Wald einfach nur ein paar Bäume? Nein, es ist natürlich größer gedacht. Es ist ein Lebensraum für Mikroorganismen bis zu großen Säugetieren für uns. Genau, und das lernen wir kennen, indem wir hier zum Beispiel ein bisschen wandern gehen oder eine Waldführung bekommen und viel Recherchearbeit machen. Und ich glaube, der Nachhaltigkeitsaspekt ist einfach, dass wir schauen können, wie wirkt sich der Wald auf das Klima aus, aber dann auch auf den Menschen an sich. In dem Sinne, dass der Mensch nicht achtsam damit umgeht, dann hat er irgendwann die Ressource Holz aufgebraucht. Und gleichzeitig ist es aber auch nachhaltig in dem Sinne, dass man über Naturschutz redet, über Klima- und CO2-Kompensation. Aber auch als Gruppe, also nur der Wald in Deutschland gesehen, aber auch global gesehen, dass wir lange von diesem Wald leben können und mit ihm leben können. Ja, ist cool. Mir hat es sehr viel Spaß. Ich finde, das Projekt hat einen unglaublichen Mehrwert dadurch, dass wir auch mal in den Wald gehen. Also wir waren Dienstag im Wald, wir sind heute im Wald. Wir schauen uns so ein bisschen diesen Lebensraum aktiv an. Und was ich sehr gut an dem Projekt finde, ist, dass es sehr frei ist und dass die Ideen von der Gruppe auskommen. Das heißt, jeder kann seine eigene Idee verfolgen. Und ich finde auch besonders cool, dass wir abseits des Lerneffekts auch einfach mal in den Wald jetzt so wie heute gehen, den genießen können, uns ein bisschen was angucken können, auf uns wirken lassen und aber gleichzeitig halt auch die Inputs haben. Ja, so ein bisschen das grüne Klassenzimmer erleben. Also wirklich das, was man als Input hat, vor Ort zu sehen. Und ich finde, wir haben motivierte Schülerinnen und Schüler dabei, die sich, wie gesagt, mit den ganzen Facetten des Waldes auseinandersetzen. Und mir tut es gut, so in den Tag zu starten, im Wald, in der Natur. Am Dienstag waren wir mit einem Forststudenten und Waldpädagogen im Wald, der uns einen tiefen Einblick gestattet hat und uns ein bisschen was erzählt hat. Ja, Wandern ist super. Steht die diesjährige Projektwoche. Unsere SV hat die Initiative ergriffen. Die 17 Global Goals stehen im Mittelpunkt und bringen uns auf den Weg. Wir übernehmen Verantwortung. Setzen sich gemeinsam mit diesem Thema nachhaltiges Handeln auseinander.
Es wird gekocht, gewerkelt, gespielt und gefeiert. Unglaublich kreativ und sehr, sehr produktiv. Unsere Schulgemeinschaft übernimmt Verantwortung. Wir erleben Gemeinschaft. Die Wirkung der Projektwoche ist hoffentlich nachhaltig. Und so nehmen wir den Schwung und den Mut zur Veränderung von Lernprozessen mit.